In diesem Part machen wir die schöne Mission, Hauptmission unter dem Käsefelsen und holen uns außerdem wieder einige normale kleine Monde. Und wir haben das Problem, dass wir teilweise übermüdet sind. Was macht denn der Vogel auf Marios Nase? Schlaft ihr auch alle noch? Oder was macht ihr so? Arbeiten? Boah, was will der denn da schon wieder? Er nervt voll. Lass uns doch schlafen. Oh, Bruder, komm. Okay. Du hast mich einfach geweckt. Was willst du? Der Vogel da oben ist einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Und hat sich unseres Topfs bemächtigt. Und auch noch ausgerechnet dann, als wir einen Nachschlag unseres berühmten Schlemmereintopfs zubereiten wollten. Alle hatten sich schon so darauf gefreut. Und jetzt... Alles klar, wir helfen euch. Ich bin ganz sicher, das Federvieh... wird uns alles wegessen. Früher war es total einfach, den Berg hochzukommen, aber jetzt ist der Pfad zur Spitze völlig unbrauchbar. Die einzige Möglichkeit, zum Eintopf zu kommen, ist, irgendwas mit Flügeln als Fortbewegungsmittel zu nutzen. Flügel wirst du dir ja kaum wachsen lassen können. Naja, vielleicht. Und vielleicht können wir was in die Suppe reinmachen. Wie zum Beispiel die kleinen Bohnen, die hier überall rumfliegen. Aber erstmal gehen wir jetzt in den Shop hier. Erstmal geht's da rein. Damit wir neue Kleidung kaufen können. Willkommen, willkommen. Wir haben neue Artikel bekommen. Das ist der Wahnsinn. Einmal einen Mond. Yeah, Shopping auf der Schmausspitze. Ich komme da nicht irgendwie rüber. Ja, aber ich kann hier lang fahren und ich kann erstmal die ganzen Coins einsammeln. Das ist geil. Allerdings. Könnten wir auch da runter hinten und da alles erkunden. Ich glaube, machen wir auch. Wir schauen mal, was hier so ist. Hier ist zum Beispiel eine geheime Levelpassage. Die können wir gerne machen. Oh, ein Remix von einem alten Song. Und es ist sogar ein neuer, oder? Ein kleines Herz. So ein Level ist das. Geil! So richtig fröhliche Musik, wenn dann richtig so, wenn du failst, triggert dich das. Okay. Ich will die lila Coins haben. Und jetzt kommen wir hier hin. Geil. Das hat was mit Skill zu tun. Es ist wie in Super Mario Galaxy die Klebekokons. Wo sie hier nicht kleben. Sondern du schnell genug sein musst. Um hier Münzen zu werfen. Sehr geil. Dieses Level-Konzept feiere ich. Frage ist, ob da noch mehr lila Coins sind oder nicht. Nein? Okay.
Doch Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ich schau nochmal nach, okay, ist aber okay. Per Gabel zum Gipfel. Komm, hier oben muss auch was sein. Mit der Mütze ist alles regelbar. Höchster Ort hier im Spiel und los. Muss nicht sein. Obwohl, doch, natürlich. Denn so kann ich den Künstler raushängen lassen. Ich werde kunstvoll alle meine Gegner besiegen. Also für 25 Münzen kaufen wir uns das Maler-Outfit hier. Die Mütze können wir uns auch nicht leisten. Wie blöd. Egal. Sieht trotzdem gut aus, Mario. Auch wenn die Mütze fehlt. Die Vögel sehen so süß aus. Da kommen wir gar nicht durch, oder? Habe ich gerade bemerkt, so. Lost! Da kommen wir gar nicht durch. Na, ja, ich will die Münzen haben. Da müssen wir rauf. Dann auf die Plattform. Dann auf diese Fontäne und dann darauf. Richtig nice. Jetzt sind wir schon ein bisschen höher gekommen. Was hast du zu sagen? Wir brauchen unbedingt das Fleisch da oben, um unseren Schlemmer einen Topf den letzten Pfiff zu verleihen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Vogel über dem Vulkan es sich schnappen wird. Du fragst dich, worin es mariniert ist? Ganz einfach, wir legen es in Salz ein, bevor wir es im Gericht hinzufügen. Meeressalz. Nur 1,59 bei Edeka. Das verleiht dem Ganzen noch etwas mehr Pfiff. Köstlich. Ja, und hier sind die Pfannenbros. Entfernte Verwandte von den Hammerbros. Doch wir sollten hier unbedingt einen davon capturen. Was für stylische Haare die haben, ne? Schüttel zweimal hintereinander, um zu werfen und anzugreifen. Und die Animation sieht geil aus, diese rot-schwarze Animation. Was soll das denn jetzt hier? Macht den Käse kaputt. So. Hier ist Käse und 3 Coins. So, dann können wir da rein. Sehr nice. Oh, gerade habe ich darüber nachgedacht, dass es eine Passage gab mit diesem Pfannenwender-Bros, wo wir einen Raum voller Käse kaputt machen müssen. Das ist genau der Raum, wo wir die Monde finden müssen. Und da erinnere ich mich daran, dass ich damals, wo ich noch keinen YouTube-Kanal hatte, in dem Sinne wie jetzt, da lange dran gesessen habe, weil ich einen Mond einfach nie finden konnte. So, und jetzt ist es halt so, dass der Mond damals auch nicht sichtbar war oder so. Der war hier irgendwo. Und da sehen wir ihn auch schon. Da unten versteckt. Was ich natürlich ziemlich assi finde.
So. Oh. Als ob, Mario, fall doch nicht in die Lava ständig. So, klar ist es anstrengend hier, ne? Fordernd. Aber es ist machbar. Hier sind sonst keine Gegner. Ja, und Mario verliert direkt wieder seine Lust. Gib mir deinen Partner hier. Dann machen wir ein bisschen Sachen kaputt hier. Gut, das war der eine Mond. Alle Monde gefunden. Ich denke nicht, dass es ja da in der Ecke ist. Aber gut. Wo ich damals lange dran gesessen habe, brauche ich heute nicht lange, weil ich genau weiß, wie das damals doch war. Und es ist halt wirklich lange her. So Release habe ich es gekauft und gespielt. Und jetzt spiele ich es halt wieder als LP. Und damit adios amigos. Hier sind wieder die Coin-Ringe. Hier ist noch mehr Käse. Zerstöre ihn. Oh, damit ist der Mond frei. Tja, in diesem Part war wieder nichts los, außer dass wir ein paar Monde gesammelt haben. So unter anderem auch unter den Käsefelsen. Scheiß Mistviech. So. Was haben wir hier? 3 Münzen. Das sind die, die ich vorhin gesehen habe. So ist das. So, der wollte Stress. Sieht aber aus wie so eine gebratene Tomate, die im Ofen gemacht wurde. Boah. Gegart, gemacht, was auch immer. Und hier kommen wir schon zur großen Ebene. Mit den ganzen... Ja, sind das 8? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Tomaten, Währungsmünzen. Ja. Damit hätten wir wieder 27. Jetzt noch die Musiknoten hier. Schaffen wir wahrscheinlich nicht ganz. Ja, schaffen wir nicht ganz. Weil wir welche ausgelassen haben. Ich habe ein Haar. Was macht denn bitte ein Haar in meinem Mund? Wenn Mario schneller macht, ist er so unkoordiniert. Bei Korben bitte nicht schnell machen. Das ist unser Mond. Und so haben wir gleich gespeichert. Notenjagd im Lavasbad. Okay. Dann ist das hier unsere letzte Station. Diese kleine Insel. Ich bin hier, um die Risse im Boden zu reparieren. Aber wie es der Zufall so will, ist der Klempner ja endlich da. Ich habe Höhenangst. Ich traue mich nicht weiter. Ich wünschte, ich würde jemand die Arbeit abnehmen. Und das gibt wieder Coins. Ja, wir nehmen ihn die Arbeit ab. Wir machen erstmal so. Und lassen uns nicht von diesem Obst treffen. So machen wir. So machen wir. Stampf, stampf, stampf. Arschbombe. Yippie-ka-yay, yo, yo.
Und haben wir alle gemacht? Nö. Und weiter geht's. Ja, das gab einen weiteren Mond. Lasst euch nicht treffen von den Obst. Haben wir auch nicht. Leute, lasst euch nicht treffen. Lasst euch nicht treffen. Dann lässt er sich treffen. Krass. So. Und rein da. Bin gespannt, wie die 2D-Passage aussieht. Oha. Kreativ. Als ob. Dafür haben wir beide aus dem Weg geräumt. Sehr schön. Die machen uns keine Probleme. So, und 3 Coins. Gleich unser. Nächste Passage. Oh, mit Headshots. Wir wollen aber alle Münzen haben. Deshalb fahren wir doch mal eine Ehrenrunde hier. Man kann das Level sogar drehen, ja? Sehr schön. Finde ich geil. Die Mechanik gab es schon in Mario Galaxy. Als ob. Komm durch jetzt hier. Gib ihm! Unter dem rollenden Gemüse. 2 Treffer kassiert, aber ansonsten war das okay. So, dann holen wir uns diesen Mond noch hier. Haben wir schon, okay. Leute, ich bedanke mich jetzt wirklich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Super Mario Odyssey. Dann wird es wieder spannend.